Das Prinzip Drehschemelanhänger ist seit Jahrzehnten bekannt und bewährt. Und dieses Exemplar ist mit Baujahr 1943 sogar noch älter als ich. Aber die Wirkungsweise dieser Lenkung gilt bis heute, wie hier bei diesem Drehschemelanhänger für Baustoffe. Aber Krone baut auch noch mal ungleich mehr Fahrzeuge dieses Typs für den Transport von Wechselbrücken. Und allen modernen Anhängertypen ist gleich der sogenannte wartungsarme Drehkranz. Und genau dazu möchte ich heute auf einige wesentliche Details in Sachen Wartung und Pflege hinweisen. Die wartungsarmen Versionen des Kugeldrehkranzes sind sogar wartungsfrei in den ersten 3 Jahren bzw. 300.000 Kilometer. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Dichtlippen in dieser Zeit unbedingt unversehrt bleiben. Also bitte keinesfalls diesen Bereich der Dichtlippe direkt mit dem Dampfstrahler reinigen. Sollte dann aber dennoch der leiseste Verdacht bestehen, dass die Dichtlippe undicht ist, muss auch ein solcher wartungsarmer Drehkranz genau wie ein Standarddrehkranz behandelt werden, sprich muss alle 8.000 bis 10.000 Kilometer mindestens aber einmal im Monat abgeschmiert werden. Und eine wesentliche Rolle spielt dabei die Verwendung des korrekten Fettes. Ein unpassendes Fett führt zu erhöhtem Abrieb und im Extremfall zu einem kapitalen Lagerschaden. Sowohl SAF als auch Jost schreiben nach Ablauf der 3 Jahre für die Nachschmierung ein hochwertiges Wälzlagerfett vor, das zwingend, Achtung, Lithium verseift sein muss und darüber hinaus, noch verwirrender, eine NLGI-Einstufung der Klasse 2 erfordert. Und was bedeutet das im Klartext? NLGI steht für National Lubricating Grease Institute, also zu gut Deutsch Nationales Schmierfettinstitut, und gibt die Konsistenz des Schmiermittels an. Und NLGI der Klasse 2 bedeutet salbenartig bis kurz vor Fest. Und das Andicken der Öle geschieht mittels der sogenannten Verseifung, und dafür wird eben häufig Lithium verwendet. Und lithiumverseifte Schmieröle vertragen sich am besten mit Schmierölen, die anderweitig verseift wurden, und ist somit am ehesten universell einsetzbar. Resümee: Ein Fett an der richtigen Stelle ist zwingend erforderlich, an der Hüfte eher hinderlich.